Herzlich willkommen zurück zum Spiel Escape from Mistwood Mansion. Oder auch nicht. Out of Office. Escape the Office Level. Das sieht hier allerdings gerade nicht so toll aus. Dear Subjekt 83. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Okay. Wir sind jetzt im Weinkeller, beziehungsweise wir sind vor dem Weinkeller. Nicht jeder ist so glücklich gewesen, dass er bis hierhin gekommen ist. Ja, super. Ich will nicht wissen, wie viel ich noch vor mir habe. Kalte Luft ist hier, okay. Dunkler und ruhiger Raum. Ja, es ist nicht unbedingt schlimm, wenn ich eine Taschenlampe oder sowas habe. Weit enthemmt, okay. Okay. Bringt mir das jetzt irgendwas, bringt mich das irgendwie weiter oder soll mir das jetzt irgendein Code sein? Ach, Moment. Subjekt 83. 83. Subjekt. Das schreibe ich mal auf, weil das ist ja, weil das ist wieder so komisch in Rot geschrieben. Okay, die kann ich anscheinend nicht benutzen hier. Hallo, redet mein Spiel gerade mit mir? Über das Auge reden wir jetzt mal nicht hier im Wein. Gibt es hier wieder irgendwas Verstecktes, so an der Wand oder so? Ich meine, spontan hätte ich jetzt gesagt, ich muss hier irgendwas aufsägen. Das kann ich halt nur angucken, aber nicht. Kann ich tatsächlich nichts mitmachen? Gut, würde auch zu lange dauern, denke ich mir mal. Da hinten liegen Sachen drin. Gibt es denn hier irgendwas? Die ist jetzt auch abgeschlossen. Oh! Ach so! Nee! Ernsthaft? Okay. Find the secret in the wine keller. Ach, das ist ein Geheimnis. Observen. Ja, cool. Ja, geil. Kann ich jetzt nichts mit anfangen. Aber, oh. Jetzt habe ich es da reingeworfen. Entschuldigung. Aber cool. Die Geheimnisse finde ich alle. Es dauert nur ein bisschen länger, bis ich hier durch bin. okay, was steht da? Moment. So. Green. Ja, wäre ich nicht drauf gekommen. Okay. Interact. Ach, die kann man hoch und runter machen? Hat das was mit dem dahinter zu tun? Das ist... Moment, ich muss mal eben gucken. Die Codes von dem letzten, die müsste ich doch eigentlich jetzt mal weglegen können hier, ne? So. Guck mal gleich mal nach. Place. Ich kann es hier drauflegen, was auch immer mir das bringt. Hier haben wir noch einen blauen. Sonne, Gras, Regen. Ja, ach so, das sind bestimmt die Edelsteine. Ah, Sonne, Gras, Regen. Ich verstehe. Ich verstehe. Aber wo ist das, wo man das einfügen muss? Könnt ihr das Ding wegtun, bitte? Schmeiß weg. So, da haben wir noch welche. Was ist das?
Secret Hausweinrezept. Oh, da ist wieder was mit Zahlen. Moment. Fünfmal. Ja, Light Red, also rot. Achtmal Bold Red und viermal Medium Red. Combine the different wines by mixing them. Ah, Moment, hat das mit dem. Nee, das waren aber vier. Nee, das kann nicht sein. Wir haben ja keine acht. Jetzt ziehen wir das mal eben hier auf den Boden. Kann man hier irgendwie draufdrücken oder so? Okay. Hauswein Collection. Trauben, Gläser. Oh, Moment, da haben wir eine Zahl. Wir haben aber nur eine Zahl. Ja, gut. 584 vielleicht. Einfach mal ausprobieren. Das sind die, die wir jetzt gerade bekommen haben. Nein, ist es natürlich nicht. Oder erst, wenn da was draufsteht oder so. Ich habe ja keine Ahnung. Pickup. Okay. Gläser sind keine Weinflaschen. 3 und 5. Es ist tricky, glaube ich, hier. Ich habe so ein paar Ideen, was man machen könnte, aber ich weiß halt nicht. Hiermit. Da hing mal ein Schlüssel. Wieso kann ich hier den Korken rausmachen? Ich bin mir nicht sicher. Brauche ich den für irgendwas? Platziere den jetzt erstmal hier drauf. So, Moment. Spinner. Ist ein vierstelliger Code. Nee, ich wollte eigentlich raus. Spinne ist ein vierstelliger Code. 2224? Nee. oh Gott. Dann haben wir hier. Das können wir gerade eh nicht öffnen. Das können wir auch noch nicht öffnen. Oh, was ist denn das für ein Buchstabe? Das ist so ein Uraltbuchstabe. Ist das ein L? LBM. LBM. LB Fragezeichen M. Korkenbild, damit kann ich nichts machen. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hier diese Stäbe hinmachen soll, ne? Also wir haben. Es hat auch nichts hiermit zu tun, wie das aussieht, oder? Boah. Ich sag ja, ich kriege alles schnell hin, nur das Rätsel an sich, das dauert ein bisschen. Ein bisschen ist relativ. Da kann ich nichts machen. Also ich habe die Steine und ich weiß auch, was ich mit den Steinen machen soll. Die Frage ist, wo? Das ist auch abgeschlossen. Also ich habe jetzt zwei Spinnenweben schon. Zwei, Moment, rot. Ja, was hat ja nichts mit der Farbe zu tun, ne? Zwei rote Spinnenweben habe ich schon gefunden. Moment. Es muss aber kein Spinnweben hier ergeben, oder?
geht nicht. Das ist ja komplett anders dann. Und hier kommt das gar nicht ran. Nee. Kann man denn hier irgendwas mitnehmen, anfassen? Keine Ahnung. Zwei rote Spinnenweben. Zwei rote Spinnenweben. Und halt hier dieses komische Symbol. Ich male mir das jetzt mal eben ab. Moment. Das, das, das und dahin. Es ist, meine ich, das gleiche Symbol oder so ein ähnliches zumindest, wie wir schon mal hatten. Die roten Spinnenweben müssen doch auch irgendwas bedeuten. Ja, man kann ja auch nicht anklicken, geschweige denn irgendwie verschieben die Steine. Was war denn das jetzt gerade? Das war nur hier. Ja, das war nur das hier. Wieso ist das eigentlich mit einer Kiste hier verbunden? Also, wir brauchen vierstelligen Code mit vier Ziffern mit den Spinnen. Fünf, acht, vier. Combine the different wines by mixing them. Put into bottles. Könnte man hier die eventuell hinstellen? Man könnte. Würde uns das was bringen? Vermutlich nicht. Das ist ein grüner Wein. Warum stehen hier eigentlich nur grüne? Gut, hier unten würde noch roter stehen. Bringt mir aber nichts. Das mal auf dem Boden. Ja, keine Ahnung. Also entweder haben diese Dinger was hiermit zu tun. Da war ja fünfmal Light Red, stand hier drin. Was auch immer das heißen mag. Die können wir ja auch gar nicht draufstellen. Das war abgeschlossen. Hier kann man nichts von nehmen. Das ist doch komplett bescheuert. Kann man auch nichts irgendwie dahinter? Da ist nichts mehr drin. Noch nicht mal ein Code ist hier drin. Ihr Schweine. Ah. Da haben wir einen Korken rausgezogen. Da ist halt auch dieses Schlüsselsymbol drin, was eigentlich für mich. Was ist denn da drin? Keine Ahnung. Ich finde es halt irgendwie komisch. Es ist halt so, als ob da mal einer drin gehangen hat oder so. Tja. Vielleicht sollte man noch mal zurückgehen. Also hier haben wir jetzt nur das Ding bekommen. Hier komme ich gerade nicht mehr weiter. Irgendwas müssen wir doch hier machen können.
An den Wänden kann man auch nichts machen. Oh. Hallo. Die kann man hier anscheinend alle. Aber in welcher Reihenfolge? Ist das egal? Das hat die jetzt wieder zurückgesetzt, oder? Müssen wir alle machen? Na, das hat die wieder. Moment, das bleibt aber drin. Ich vermute mal. Ne, das hat die wieder zurückgesetzt. Das bleibt drin. Dann vielleicht mal hier. Das bleibt auch drin. Ich weiß nicht. Nee, oder? Ey, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. Ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, in welcher Reihe. Ich weiß, die ersten drei habe ich hier gedrückt. Und dann habe ich einfach mal hier so rumprobiert. Aber ich. Also, warum, wieso, weshalb? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. SN. Ach so, das ist ein Kompass, oder? Nicht Kompass. Magnet, ne? Ah! Moment. Weil das sah so aus, als ob da was drin steckte. Ach, da steckte tatsächlich der Schlüssel drin. Wollt ihr mich verarschen? Aber welcher Schlüssel? Ist das jetzt der hierzu? Ja, hierzu wahrscheinlich nicht. Wo können wir denn noch Schlüssel? Hier können wir noch Schlüssel, oder? Nicht? Okay. Hä, haben wir denn sonst? Ach so, hier, das war auch noch abgeschlossen. Ach, da sind die Steine. Ich bin so blind. Ich bin wirklich blind. Moment, hier ist ein Schlüssel, aber beziehungsweise hier ist abgeschlossen. Hä, wofür haben wir denn jetzt den Schlüssel bekommen? Moment, den lege ich mal kurz hier rein. Oder hier drauf. So. Also, blau ist oben rechts, die beiden. Das. Und ganz oben, ne? Und ganz oben. War doch jetzt richtig, ne? Ja, das war Regen. Dann grün sind die beiden da drunter. Ich bin so doof. Ich habe doch eben noch hier dran gerappelt und hab's gar nicht gesehen. Moment, wo. Aber hier ist noch ein gelbes drin, kann das sein? Da ist noch ein gelbes. Haben wir jetzt nur noch das gelbe? Nee, oder? Was hatte ich jetzt gesagt? Die grünen zusammen. Das heißt, hier noch ein gelbes. So. Haben wir jetzt tatsächlich keine. Doch, hier ist noch ein gelbes. Gibt es denn noch ein grünes hier? Ah, ja, gibt es, da. Wow, wieso springe ich hier rum? Sind das die Stäbe? Das sieht mir so aus, als ob das diese Stäbe am Anfang sind. Moment, ich mach mal eben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, auf welcher Höhe das jetzt genau sein soll. Ich mache mal eben ein paar Pünktchen hier auf. Das heißt, das wahrscheinlich nach ganz oben, denke ich mal. Dann das nach ganz unten und das ganz runter. Oh, habe ich mich jetzt verschrocken. Ach, Moment. Ah, gehört das dazu? Da ist auch.
Da ist auch gelb auf der Rückseite. Warum ist der gelb auf der Rückseite? Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das hier reintun soll. War das gar kein gelber Stein? Ne, so. Ich tue den jetzt erstmal dahin, aber so, glaube ich, ist es nicht richtig. Das Problem ist, ich kann ja auch nicht drehen, oder? Ach, da ist dann bestimmt ein Code hinten. Moment, so und so. Ah. Das heißt, dass der dann aber dahin muss. Genau. Aha, das ist ein Spinner. Das ist der, der hier hingehört. Okay. Das ist die rote Spinne, die man vorne gesehen hat. Aber wo kriegen wir jetzt den Rest her? Wir haben noch den Schlüssel. Hier ist jetzt gar nichts mehr drin, ne? Hier ist gar nichts mehr drin. Wenn ich das leer räume, kann ich da irgendwo dran eventuell? Wahrscheinlich nicht, ne? Wäre zu einfach. Vor allen Dingen, der füllt das hier raus, wenn ich es richtig sehe. Was mache ich denn mit dem Korken hier? Ach so, das war, glaube ich, auch nur, um das zu öffnen, ne? Der Korken. Buchstaben. Also wir haben L, B, Fragezeichen M. L, B, Fragezeichen M. Hier ist aber zum Beispiel gar kein L drin. Ist nirgendwo ein L drin, so wie es aussieht. P, D, O, C. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas hat doch gerade geklappt. Hä? Könnte auch ein E sein. Ich bin mir nicht sicher. Nee, das C ist unten links. P, D, O, E. Aber das... Hä? Das ist doch keine... Aber das ist nicht... Ach, das ist wahrscheinlich, weil ich da aus Versehen draufgeklickt habe, oder? Was wäre denn mit Wein? Einfach mal so... Weil es ist ja im Weinkeller, aber wir haben... Es wäre zu einfach, ne? Ja, schade. Okay. LBM. Es ist doch ein L, oder? So ein altertümliches... Das hier finde ich halt so komisch, weil der ja eigentlich nichts ist. Da ist das Ding, was ich rausgeholt habe. Wir haben immer noch den Schlüssel. Ich nehme ihn jetzt nochmal mit. Achso, Place. Ja. Moment. Den kann ich hier drauflegen, oder was? House Wine Collection. Was bringt mir ein Schlüssel, wenn ich den bei keinem Schloss benutzen kann? Das verstehe ich irgendwie nicht. Place.
Kommen wir hier wieder zurück vielleicht? Nee, da kann ich nur öffnen. Hier kann ich den nicht nochmal benutzen. Nee, wieso ist denn der Schatten jetzt hier auf einmal so anders? Huch, ich kann hier hochspringen. Okay, legen wir den erstmal... House Wine Collection. 432. Moment, wir haben Trauben. Wir haben Gläser. Habe ich so das Gefühl, dass ich kurz vor der Lösung stehe. Also, wir haben die Fässer. Da sind 3 und 5 drauf. 3 und 5. Wir haben 5 mal Light Red, 5 mal Bold Red, 5 mal Medium. 07. 07, das schreibe ich auch schon mal auf. Das ist allerdings nur ein Teilcode. Ist das der hierfür wahrscheinlich, ne? Oder? 07. Wir probieren mal einfach alles aus. Aber klappt wahrscheinlich nicht, wenn nichts draufsteht, nehme ich mal an, ne? Oder ist das für einen Schrank? Schade. 07. Der hatte doch auch dreistellig, glaube ich, hier, ne? Ach nee, der hatte das mit den Buchstaben. Ah! Light, Bold, Medium. So. Moment. Wir haben im Rezept drin stehen 5 mal Light, 8 mal Bold, 4 mal Medium. Aber so viele haben wir ja gar nicht hiervon. Moment, Moment. Ach nee, sag mir bloß, ich muss... Das ist wieder so eine Scheiße, dass man diese 4 dann... Was habe ich gesagt? 3 und 5 haben wir hier, ne? 3 und 5 wären 8, das wäre okay. Die 5 haben wir auch. Wie kriegen wir jetzt die 4? Das war doch dieses... Oh, ich hasse sowas. Ich habe das früher mal super gut gekonnt. Doch. Die kriegen wir. Indem wir 2 mal 3 nehmen. Wir können aber gar nicht, oder? 3, doch. Moment, aber was mache ich da jetzt genau rein? Ich muss 4 mal Medium haben. 4 mal Medium, das heißt, aber kann ich das irgendwo auskippen? Das ist jetzt die Frage. Kann ich das irgendwo auskippen, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Moment, ich lege das nochmal hier hin. Ich habe es mir ja aufgeschrieben. Ich muss 4 mal Medium haben. Das heißt, Medium hier. So. Ich mache das mal am besten hier neben, oder? Moment. So, wir haben jetzt 6 Liter... Naja, Liter, weiß ich nicht, aber 6, ich sag jetzt mal Liter, Medium. Dann haben wir hier einen 5er. Wir brauchen, was habe ich gesagt, 4, ne? 4 mal Medium, so. Das heißt, wir machen jetzt... Ach, man kann den gar nicht in den... Nein, ich kann das da nicht reinmachen, oder was? Nein! Ach, äfft euch! Ich dachte, das ist so ein Umkippspiel. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dann wäre es jetzt einfach gewesen.
Wie kriege ich denn jetzt? Also wir brauchen acht, fünf auf jeden Fall erstmal von dem Leichten. Die Frage ist, ach so, das kann ich, ah, das ist das Leichte, da muss ich das hier drüber machen. Okay, ah, ich hab's verstanden. Okay, fünfmal den Leichten. Ich nehme mal an, dass das jetzt links... Kommt das hier nicht links rein? Ah! Erstmal fünfmal den Leichten, so. Dann brauchen wir achtmal... Moment, da haben wir nochmal... Achtmal Bold. Nein, hallo. Darf ich das erstmal da drunter stellen, bitte? So, achtmal... Oder bleiben die dann einfach... Ach, dann wird das hier drin abgefüllt oder was? Ah, das kann natürlich auch sein. Achtmal Bold. So, Moment. Wir haben jetzt fünfmal hier drin. Wir brauchen jetzt noch einen Dreier für Bold. So. Frage ist, wie kriege ich das jetzt mit dem letzten gleich hin? So. Und ich vermute mal... dass es da mit dem Rädchen hier eigentlich gemacht werden soll, ne? Viermal Medium. Ah doch, dann, ja klar, dann müssen wir das damit machen. Okay, Moment, dann haben wir... dreimal Medium drin... Dann tun wir das noch rein. Dann haben wir sechsmal Medium drin. So. Von den viermal habe ich gesagt. Naja, von den viermal, Quatsch, von den sechsmal nehmen wir jetzt fünf wieder raus. So, dann ist jetzt noch einmal da drin. Einmal und dann nehmen wir jetzt noch einmal, ich muss jetzt nur das Richtige nehmen, Medium. Dann nehmen wir noch einmal für 3 Liter Medium. So. Machen das hier rein. Zack. Und dann hoffe ich, dass man das jetzt hier mitmachen soll. Und das ploppt dann auf oder so. Vielleicht. Ich hoffe. Ah ja, perfekt. Okay, und nu? Jetzt haben wir den perfekten Wein. Ah! Okay, jetzt haben wir den perfekten Wein für links. Wobei die unterschiedlich groß sind. Aber ist das schlimm? Ich bin mir nicht sicher. wir haben auch keine Gläser. Das finde ich auch so doof. Weil eigentlich soll man hier auch ein Glas reintun. Vielleicht könnten wir das von hier rechts holen oder so. Oder meinen die mit Gläser eventuell die Becher? Aber das kann doch auch nicht sein, ne? Kann ich mich da gar nicht draufstellen. Die lernen auch nicht. Okay. Aber das haben wir zumindest schon mal durch. Die Frage ist jetzt nur, was bringt uns das? Moment, der hat... Ach so, die haben unterschiedliche Symbole dran. Der hat das Glassymbol. Okay. Und der? Der hat ein Flaschensymbol. Und der hat das Fasssymbol. Gut. Bringt mich nur nicht weiter. Moment, 271, kann das sein? Wir gucken mal. 271. Oh, bin ich gut. Oh mein Gott, das hat aber jetzt lange gedauert hier. Okay, das sind die restlichen Teile, die uns noch fehlten.
Das sind aber vier. Ach so, ja, weil da noch so ein bisschen was dran ist. Okay. So, perfekt. Dann haben wir 072, aber was soll das rechts sein? Soll das ein Schlosssymbol sein? Oder ist das eine 8? Ich mal das mal so ab. Mit 8 mit Fragezeichen. Das ist doch keine 8, oder? 072, habe ich da irgendeinen Fehler gemacht? Nee. Das ist soweit alles richtig. 072. Wo könnte ich jetzt hier noch 072? Ach ja, es muss ja bei der Spinne sein. 072. Probieren wir mal die 8. Oh, ist das geil. Aber was ist. Jetzt sag mir nicht, das ist wieder Morsecode oder sowas. Nein! Das sind Punkte. Sind das hier für Punkte? Das sind 3 mal 5. 3 mal 5, das kann es eigentlich nicht sein. Ich soll die Buchstaben hierfür erraten, oder? Aber aufgrund von was? Aufgrund von was soll ich hier die Buchstaben erraten? Kann man das hier mal zumachen? Das stört hier so ein bisschen. Moment, ich platziere das mal eben hier hin. Was ist denn das hier? The code to the cabinet. Aha. Moment, das sind die Fässer. Das heißt, der Code müsste hier sein. Nee, hier, ne? Ah. Das hier ist der Code. Da ist auch ein X drin, ja. Okay. Moment, Moment, Moment. Das heißt, wir haben. Ich habe gar keinen Platz mehr zum Schreiben hier. Wir haben oben. Bei mir bricht gerade hier alles auseinander. Wir haben oben 2,2. 2,2. Das ist natürlich. Ah, nee, doch, ein T. Ein T. Dann 3,1. Das haben wir. Das ist ein R. Dann haben wir unten. Ja, dieses komische Dreieck. Und das ist dann 3 und dann 1 oben rechts ist dann ein P. Jetzt ist natürlich die Frage, in welcher Reihenfolge ist das jetzt genau? Das müsste ja das hier dann sein. Muss man das jetzt so lesen, dass das ein T ist und das zweite das R? Dann würde dieses Dreieck normalerweise kommen, was hier natürlich nicht drin ist, war ja wieder klar. Könnte natürlich auch ein A sein, ich weiß es nicht. Und das letzte wäre dann P. Tri Ach, Trip! Ich bin ja auch so doof. Ja, cool! Oh Gott, das macht so Laune. Es dauert unheimlich lange teilweise, aber es macht sowas von Laune, ganz ehrlich. Okay, die Bücher bringen mir anscheinend jetzt gerade nichts. Es könnte aber sein, dass da was drunter liegt, weil das da so am Leuchten ist. Ich gucke aber trotzdem vorsichtshalber noch mal bei den Büchern, ob man da irgendetwas drauf findet. Ja, ist halt zwei, aber das dürfte nur der Buchrücken sein. Ein Schluss. Ach, guck mal. Ja, ich gehe stark davon aus, dass da nichts drin ist, aber wie gesagt, ich gucke trotzdem noch mal eben schnell alles durch. Ja, das sollte eigentlich. Schmeiße es einfach weg, ist mir doch egal.
Der Schlüssel zum Glück oder vielleicht zum Ausgang oder zum nächsten Hinweis wahrscheinlich eher. Oh. Okay. Ist das hier wichtig? Ich werde wahrscheinlich jetzt hier gefangen sein, oder? Alter, das alles in einem Weinkeller. Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, das sind nicht die Opfer. Ach nee, okay. Ich dachte schon. Oh mein Gott. Kann man das schon öffnen? Nee, natürlich nicht. Das sind 5 Sachen, die da draufstehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. I'm trapped. I've been here for 7 days. Moment, das schreibe ich. Ich muss schon wieder ein neues Blatt nehmen. Ich habe hier schon gar keinen Platz mehr. Moment, Moment. Also, 7 days. There's no use. Ja, Moment. Use picture and 4. Das sind aber andere. Moment, ich schreibe mal 7. Das sind 5 Finger. Dann use ist ein Finger. Picture sind 2 Finger. End sind 4 Finger. Und bei 4 haben sie 3 Finger. Die haben sogar Knoblauch hängen. Volltipp. Okay. Ich kann auf jeden Fall Bingo spielen hier drin. Das ist doch schon mal toll. 5, 1, 2. Ja, welches 5? 5 bei 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind das aber nur. Das legen wir nochmal kurz ab. Moment. Die Sachen können wir hinten draufstellen. Hier ist ein Apfel drin. Da kommt unten Wasser raus. Das sieht aus wie so ein kleiner Pipi-Mann. Kennt ihr das? Wenn diese komischen Männchen sind das meistens, die dann so ein Loch haben und wo, ja, ich glaube im Brunnen, die normalerweise auf so einem Brunnen drauf sind, wo das dann so aussieht, als ob die gerade am Wasser lassen sind. Okay, die können wir nicht zusammen machen, nehme ich mal an. Kann man das irgendwo hinlegen, wo das nicht so im Weg ist? Sieht nicht so aus. Moment. Okay. Ah, das ist wieder was zum Drücken, glaube ich. Ja? Ja? Follow the helping. 5-5. Ist doch nichts zum Drücken hier. Ja? Follow the helping hands. Wahrscheinlich. So viel wie, ja, schau, wie viele Hände du brauchst. Aber das hatten wir ja eigentlich schon. Das war ja sehr offensichtlich, sagen wir es mal so. Inspect. Ich glaube nicht, dass ich das Essen hier inspekten muss. Das sind 4. Das ist halt immer wieder dieses Symbol von dieser Blume. Da ist auch nichts. Hätte mich auch gewundert. Da auch nicht. Also, ich werde wahrscheinlich... Brokkoli, hat das irgendwas damit zu tun? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt kann ich es nicht mal wegstellen. Moment, so.
Ach so, das könnte ich natürlich auch davor stellen, aber bringt mir das was? Dann könnte ich Wasser vielleicht sammeln. Hier kann ich nicht davor stellen. Das vielleicht? Ah, das haben sie schon clever gemacht. Das ist immer ein Stückchen davor. Na. Okay, dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier irgendwas rauskriegen. Also, mit dem Code, den ich bekommen habe. Es hat angefangen mit 7 und 5. Heißt das, dass wir mit 13 anfangen müssen? Vielleicht? Nee, mit 12, Entschuldigung. Dass wir mit 12 anfangen müssen. Das wäre dann das mit dem Ding hier. Oder heißt das, dass wir mit der 5 anfangen müssen oder mit der 7? Wobei Anfang ist gut, das sind immer andere. Eins wäre der Apfel. Muss ich hier irgendwie... Welchen Tag haben wir denn heute? Fragen wir es mal so. Also wir sind wahrscheinlich der 21. Tag. Vermute ich mal, wobei die 19 sehe ich hier nicht. Doch, die 19 ist hier. Und da wären jetzt eine Vase, eine Karotte und das Ding. Hat aber so gar keinen Zusammenhang mit der 19 oder der 18. Oh, das ist ja jetzt mal. Wir könnten jetzt mit dem Apfel anfangen. Moment, hier ist auch ein Apfel drauf. Ist das jetzt ein Zeichen? Kann ich den stopfen eigentlich mit? Ist das zu? Nee, ich komme hier noch rum, ne? Kann ich den Stopfen vielleicht da reintun? Jetzt habe ich den Stopfen nicht mehr, ne? Nein, ach hier, den Korken meine ich, nicht den Stopfen. Halt, stopp. Ist jetzt nur mal so ein Gedanke. Oh ja, kann ich. Oh. Kork Recycling. Use the cork from the wine cellar to stop the water. Keine Ahnung was. Ich durfte es nicht mehr. Ja. Oh. Da ist ein Apfel drin. Oh. Okay. Also ich nehme mal an, dadurch, dass man den jetzt erstmal finden musste, dass das wahrscheinlich die Eins ist. Wobei ich mir natürlich nicht so sicher bin. Dann würde ich den theoretisch in die Mitte legen. Ob das jetzt wirklich so ist, ich habe absolut keine Ahnung. Das habe ich gesehen. Moment, wo sind die zwei? Aber da ist so viel. Na gut, bei der 12 ist auch nur eins, aber das ist dann an der anderen Stelle. Da kommen wir eigentlich an alles einfach ran, ne? Mal eben gucken, ist hier irgendwo... Weil der Apfel ist halt bei allen... Theoretisch könnte man jetzt diese Dinger nehmen.
bin mich jetzt irgendwie so auf den Apfel am Versteifen, weil wir den halt gefunden haben. Die Frage ist von den Sachen, die man, aber die haben wir ja fast alle eigentlich. Haben wir, Moment, was haben wir denn für einen Code? Use one picture. Moment, Moment. Seven Days. Also das mit den Seven, das ist halt. Oder müssen wir mit sieben anfangen? Ich weiß es halt nicht. Use one picture and four. Use one picture and four. Oder heißt das use picture one and four? Das wäre dann mit dem Tintenfass und dem Käse. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Moment, das wäre dann das Tintenfass hier links. Und Käse, den hatte ich eben auch hier in der Ecke gesehen. Käse rechts. Dann haben wir 4-3. Use one picture. 7-2-4. 7-2-4. Da wäre auch ein Apfel drauf. 7-2-4. Ja gut, die 4, die haben wir ja schon. Die 4, die haben wir jetzt schon gemacht. Fünf. Wir haben jetzt nur von den Händen. Ach so, Moment. Use picture four and seven. Ah, nee, ne? Moment. Zwei. Zwei wären aber die anderen Sachen dann. Und sieben. Das geht aber nicht. Da habe ich drei Sachen. Four and seven. Ich hätte jetzt gesagt, ich lese jetzt anhand der Zahlen. Das wäre dieses Use Picture four and seven. Aber das sind zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Weil sieben, gut, da wäre jetzt der Apfel auch mit bei gewesen, aber der wäre dann unten links. Das heißt, wir hätten da schon mal drei Sachen hier. Und sieben, nee, sieben ist auch hier, ne? Ach so, das war sieben. Und die vier. Ah doch, Moment, da haben wir Käse und. Ah, Moment, dann müsste ich den Apfel nach unten tun. Dann bräuchte ich noch eine Kerze. Waren da nicht mehrere? Ach so, die große Kerze hier ist das, ne? Die Kerze oben drauf und dann brauche ich dieses rötliche unten rechts. Oh mein Gott, da habe ich ja jetzt. Ach, ich bin so blöd manchmal. Klar, ich habe mir das so schön aufgeschrieben, aber das ist eine ganz andere Reihenfolge. Was soll ich denn jetzt mit Schlüssel eigentlich? Hier ist doch gar nichts. Oder komme ich damit? Ach so, doch, hier. Genau. Oh mein Gott, noch ein Schlüssel?
Er könnt mich mal. Was zur Hölle ist das denn jetzt schon wieder? Moment. Vier Xe untereinander. Dann frei. Dann X. Dann da ein X. Da frei. Da ein X. Zwei Xe da oben. Ich male mir das gerade mal kurz ab, weil bevor ich das jetzt irgendwo liegen lasse. So. Aber keine Ahnung, was das sein soll. Kann man hier noch irgendwas machen, außer den Schlüssel rauszunehmen? Anscheinend nicht. Heißt das, wir müssen jetzt damit wieder zurück? Ah, okay, das sind dann... Ah, ja, ja, nee, das sind vier Reihen. Ach, ihr seid doch doof. Ich will die Tür öffnen. Wir haben hier nur A, B, C. Haben wir denn noch hier irgendwas, was eine Reihe mehr hat? Ich meine nämlich nicht. Das war der Eingang dazu. Was war das nochmal? Das war dieses mit den, für die Buchstaben. Wir hätten ja doch noch einen Zettel liegen, oder? Also das sind fünf zur Seite. Ach so, das waren aber sechs zur Seite mit dem Bild, was wir gerade hatten. Also drei runter, fünf zur Seite. Hatten wir bei dem anderen Bild... Moment. Aber was heißt das? Hoch oder runter? 1, 1, 1, 2, 2. Achso, das sind nur die. Das ist eine gute Frage. Das ist das mit der... Achso, das war das hier mit dem... Genau. Das hatten wir auch schon. Moment. Das ist doch... Aber was heißt das jetzt? Also, wenn man die Buchstaben F, L, I, P, Flip, A, 3, Moment, ich schreibe mir das mal eben auf. Also, Flip, A, 3, B, 5 und C, 1. Hoppala. Okay, probieren wir mal. Also, ändern müssen wir A, 3, B, 5 und C, 1. Yes! Was uns aber tatsächlich hinter dieser Tür erwartet, das werden wir im nächsten Teil sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.